Moin und herzlich willkommen zurück bei Medieval Engineers mit Torvaneth. Hierchen. Nach einer längeren Pause mal wieder. Wir haben es geschafft und nehmen mal wieder auf. Yay! Wer hätte es gedacht? Ach ja, da gab es ja was. Moment, Tab. Wieso? Hallo! Achso. Hallo! Deshalb war Nook nicht auf Steuerung gelegt. Ich verstehe. C, ich hab's mir auf C gelassen, C für ja, Crouch. Ich hab's auf Steuerung mal umgeändert und weiß jetzt auch, wieso ich das besser nicht tun sollte. Jetzt mal, wenn man die Leiste hier wechseln will. Schön, duckt man sich einfach. Okay. So, ihr seht es ja schön gerade im Hintergrund. Ich bin schon wieder in die Ego-Perspektive gefahren. Ducken. C. Danke. Ja, jetzt kannst du. Nachdem Norderon liebevoll versucht hat, eine Mühle aufzubauen und daran leider gescheitert ist, dass sie mehrmals halt in die Luft geflogen ist. Kleine Anmerkung, sie war nur aus Holz, aber trotzdem flog sie in die Luft. Habe ich mal in der Zeit... Ich glaube, das haben alle gesehen. Ja, also als der Norderon beim Nachbarn eingebrochen ist, weil er seinen Schlüssel vergessen hat oder im Haus liegen lassen, wohnen liegen lassen und sowas, habe ich das dann halt mal gerade im Creative Mode hochgezogen. Genau. Ich habe das hier dem Torvaneth zu verdanken. Das klingt jetzt so, ich bin mit meinem Nachbarn eingebrochen. Ja, der klingelte halt bei mir, weil er seinen Schlüssel hat drin liegen lassen und mich fragt, ob ich weiß, wie man diese Türen hier aufbekommt. Weil er hatte nicht viel mit dabei, der Schlüssel war drin. Und naja, dann haben wir das irgendwie, weil weiß ich gar nicht, anderthalb Stunden, knapp zwei Stunden versucht, bei ihm die Tür aufzubrechen. Das ging auch soweit echt ganz erfolgreich dann am Ende. Halbwegs. So, jetzt sind wir hier ganz oben angelangt, bei der Windmühle. Ja. Und sieht sehr schön aus wieder so, Rätsel für Rätsel. Ja, wow. Es war halt sehr anstrengend, so hoch zu bauen, ohne dass es an die Luft fliegt. Weil ich hatte zwischendurch, ich habe halt hier überall Pfeiler durchgezogen, weil ich hatte einfach Angst, dass es einbricht und es dann immer noch aufs Haus kracht. Ihr seht halt, es geht auch ziemlich tief runter. Und wir haben jetzt halt, man hat so zwei Sägeblätter insgesamt. Oh, wir haben wieder Planken. Ja! Planken. Und zwar halt einmal ist es, um Balken zu sägen und einmal um Planken zu sägen. Deswegen, wir haben hier unten, also hier haben wir halt Input und Output. Und wir hatten hier doch irgendwo eine Truhe. Ah, nein. Ja, wir hatten doch hier eine Truhe mit dem... Die war unter der Treppe. Ah, okay. Nicht? Hä? Hm? Oh, wollten wir die nicht unter die Treppe setzen? Nee. Ich gehe mal hoch, aber ich glaube, oben war auch nichts, oder? Das müssen wir jetzt mal nachschauen. Das ist ein bisschen merkwürdig vor allem. Nö, ist nicht da. Weißt du, nach unten. Genau, hier ist das Sägeblatt, was Planken macht. Und hier ist das, das uns praktisch Timber bringt. Wo hast du das? Hast du das im Inventar oder was? Hast du das im Inventar? Ja, tatsächlich, tatsächlich im Inventar. Ah, okay. Weil man kann es ja nirgendwo sonst reintun. Deshalb sollte hier eigentlich eine Kiste hin. Wurde diese Kiste vielleicht noch gar nicht gebaut? Ja, das kann gut sein. Ich kann sie eigentlich schnell mal bauen. Aber hier haben wir halt so einen kleinen Lieferanteneingang. Ja. Mit Rampe. Und da hinten sieht man halt unsere wunderschöne Baustelle. Ich muss halt immer noch sagen, es erinnert mich halt sehr stark an den Kaiserdom. Ja. Also einfach von dieses mit Gerüst bauen und alles. Das ist so. Solange wir nicht gleich irgendwie 4000 Adlige hier brauchen, bin ich zufrieden. Nein, nur 5000. Hier liegt was. Ich finde das gut, dass ihr das immer eine Rage-Attacke. Ich finde immer gut, dass hier irgendwo irgendwelche Sachen rumliegen. Brauchen wir noch Windmühlenblätter? Sonst lasse ich die fallen. Nö. Oder sollen wir die irgendwo verwahren? Verwahr sie mal. Ja, wo? Vielleicht im Keller oder irgendwo. Ich meine, so rauchen die. Ich bin wohl nur ein halber Messi in einem Spiel, aber weiß nicht, wohin ich das packen soll. Achso, warte mal. Ist nicht beim letzten Mal mehrfach irgendwann dieses Spiel abgestürzt, immer wenn ich in den Keller gegangen bin?
Nee, ich weiß es nicht. Das ist aber schon länger her. Wir haben hier aber auch keinen Platz. Und das. Da. Tatsache. Ich mag aber immer noch unseren Keller. Er ist wunderschön. Ich werde ihn bauen. Ich habe gerade die Dinger fallen lassen. Wo sind die hin? Oh mein Gott, sie haben es gefixt. Was? Entweder bei einem Baumstamm oder bei den Steinen war, wenn man von unten geguckt hat, war die Textur weg. Ja, stimmt. Aber vor allem, ich habe jetzt gerade vier Mühlenblätter fallen lassen. Wo zur Hölle sind die hin? Ich hoffe mal nicht draußen oder oben. Das könnte durchaus sein. Was sagt denn das Wetter heute? Ja, es könnte Mühlen... Doch, da liegen sie alle auf dem Feld. Es könnte Mühlen... Was ist das? Windmühlenblätter regnen. Ja, ich gehe mal zur Baustelle. Ich pfeife mir noch was zu essen rein. Eins, fehlen noch drei. Dass ich Hallo, nicht mitgenommen habe. Da. Ja. Man kann jetzt Fruchtsaft und Tee herstellen. Ja, Tee ist für Tee. Direkt zu heilen und Fruchtsaft, um seine Ausdauer wiederherzustellen. Ja. Gib links in mein Inventar. Mann, blödes Spiel. Habe ich jemals erwähnt, dass das Spiel mich nicht mag? Ja, und wir haben unsere kleine normal. Scheune wieder aufgebaut. Nachdem sie halt mehrmals weggesprengt wurde. Und das war ein Regal. So, jetzt habe ich immer noch halt unsere Mühlenblätter hier. So, dann bauen wir mal ein wenig an unsere wunderschöne also volles Inventar. Unsere wunderschöne Baustelle weiter. Ja, und ich mache uns jetzt endlich mal noch eine neue Kiste, die wir dann in die Mühle reinstellen können. Muss gerade noch gucken, ob ich das Fundament halt. So, Tor ist wieder wie immer vorbereitet. Und hat den Bauplan immer zur Hand. Hust, hust. Deswegen ist auch der Ton gerade natürlich nicht da, weil vorbereitet das Spiel ist so perplex, dass es aussieht, wie der Ton ausgeht. Nicht, weil ich rausgetappt bin. Man kann das auch einstellen, dass der Ton, wenn man raustappt, weiterspielt. Ja, hättest du mal einen machen sollen. Hättest niemand. Ja, da wäre es nicht aufgefallen. Dann sieht es aus, als würde ich mich überlegen. Das Inventar öffnen und einfach so machen, als würde ich irgendwas lesen. Kann man mittlerweile echt Ton aufeinander platzieren? Ging das vorher auch schon? Ja. Stimmt, ja, stimmt, sogar an der Wand. Ja, dann. So. Aber ich glaube. Sägeblatt. Naja, nicht so ganz. So, jetzt bringe ich hier auch die Windmühlenbalken rein. Jetzt haben wir da zwei Truhen stehen. Ah, jetzt weiß ich, okay. Ja, ja, stimmt. Ich hatte ja alles um einen Feld erweitert gehabt. In der Mitte. Dann haben wir hier das Tor. Hier ist der Turm. Turm ist der größere Punkt. Ah, ja, stimmt. Das ist ein Gang. Genau, das ist ein Gang. Das ist ein Gang. Und wieder rein. Gang. Das sollte. Warum habe ich hier nichts gebaut? Das ist mal einfach eine gute Frage. So. Jetzt bin ich überlegen, was das nochmal hier war. Ach, hier wollten wir nochmal einen kleinen Turm hinbauen, ne? Moment, ich komme jetzt auch endlich nochmal einmal vorbei. Nui. Ach, wie ich das so vermisst habe hier, das mit diesem Baustellen-Look. Ich finde, das sieht halt einfach toll aus. Deswegen lohnt es schon allein, Survival zu spielen, einfach um sich die ganzen Rohstoffe zu cheaten und dann halt einfach das wunderschön aufbauen zu lassen. Ah, hier sind unsere ganzen Steine ja auch. Ach ja, da haben wir auch keine Sorgen. Ja. So. Also es war, was halt... Yay. Hier ist ja der Thronsaal. Ups. Moment, ich muss gerade mal eben die Excel-Datei suchen. Ich hab's natürlich auch nicht gemacht. Also, da. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich bin vorbereitet wie nichts, ne? Hier. Und du. Ja, genau.
Du bist vorbereitet. Ja, bin schon da. Lass mich! Okay, hier ist halt der Thronsaal. Wir hatten, ich habe ja hier in der Mitte ja aus einem zwei Blöcke gemacht, deswegen siehst du ja noch, ist alles noch eins gewesen. Und hier die vier Blöcke, ne, wenn man halt hier reingeht, hier ist ja der Wohnturm schon. War ja die Überlegung, hier vielleicht einen kleinen eckigen Turm hinzubauen. Jo, stimmt. Mein Plan ist aber noch nicht aktualisiert, den ich hier habe. Mein Bauplan ist immer noch der alte. Hast du hier keinen Vierer? Das ist dieses Mittelgrau. Ich muss mir eben jetzt einmal raustappen. Gucken, auf welcher Etage halt wir uns befinden. In der Turm mit Eingang daneben. Warte mal. Also das unterste haben wir die zwei hellere, wo ja halt der Turmeingang ist, mit der Eingangshalle. Dann das zweitdunkelste Grau ist ja der Thronsaal. Da kommt das ganz dunkle. Rechts ist ja der Durchgang und nochmal eins weiter rechts, wo ein bisschen heller ist. Ich hab die hier. Ja, die hier, das sind die ganz hellen, hinten große. Ja, die anderen habe ich noch nicht. Okay, gut. Frage ist, daraus hier einen Viererturm machen oder nur ein, wir wollten einen Viererturm machen oder nur halt so Art Muffenkammer oder sowas. Ne, wir wollten daraus so einen kleinen Turm auch nochmal machen. Oder wollten wir das? Ich glaube schon. Ja, können wir erstmal machen. Dann baue ich schon mal hier mit Stöcken. Oder soll ich hier schon Schießscharten hinmachen? Was denkst du? Hier Schießscharten hinmachen oder zuerst mal nur Wand und Schießscharten erst ab dem zweiten? Der zweite war für? Ich würde hier schon Schießscharten machen. Zwei Stück oder eine lange Wand mit nur einem? Eine lange Wand mit einem. Also mit einem näher. Entschuldigung. Ein näher. Okay. Ja. Okay. Hier. So, unser wunderschöner Gang. Okay, wir müssen zuerst mal Musikmotor. So. Wir brauchen Steine. Ich sammle mir mal. Helfen vielleicht gerade die ganze Fundamente zumindest mal zumal zerrichten. Ja, bin schon dabei. Das halt zum, damit halt einfach der Boden schon mal steht, damit ich weiter konstruieren kann. Ah, immer Leute mit ihren Fachwörtern. Oha. Konstinieren will er. Nicht konstinieren, konstruieren, Banause. Ach so. Ach so. Altruieren möchte er. Nein, ich werde dich jetzt gleich instruieren. Nein, Meerrettich ist auch kein Instrument. Entschuldigung, bitten Sie was? Ah, das ist ja diese große runde Ecke, da braucht man ja tausende von Sachen für. Stöcke. Ich hol uns mal eben Stöcke, ich glaube, wir haben noch welche im Keller. Ich habe auch 5 Millionen bei mir, aber ich brauche die leider für die Wände. Ich bin gerade überlegen, soll ein Durchgang vom. Also im untersten Teil des Turms sollen ja so Art wie die Waffenkammer liegen. Im rechten Turm und im linken kann man vielleicht auch so eine kleine Waffenkammer oder sowas wie die Ruhestation, also die Schlafmöglichkeit der Soldaten einrichten. Und wir brauchen eigentlich beides, ne, im Prinzip, für eine Burg. Das, aber die Frage ist halt, also ich würde es halt gerne auf jeden Fall trennen vom Aufgang. Ist halt die Frage, wie man den Aufgang, wo man hinplatziert, damit es nicht in Verbindung mit dem Pöbel kommt. Und das ist halt nicht möglich. Das heißt, das müssten wir eigentlich in den jeweiligen Turm einbauen. Gut, das heißt, wir brauchen keine Verbindung vom Turm direkt zum
Turm, hohen Turm. Okay. Hm. Ich will mal ein paar Stöcke sammeln, von daher planen wir ruhig mal. Okay, viel Spaß. Es waren noch 5 in der Kiste. Damit komme ich nicht weit. Ja, da habe ich die Dinger einfach drin gebaut. Das ist sehr gut. Es ist die Frage der Fragen. Immer noch unsere schwebenden Bäume. Yay! Wup, wup. Wie gehen wir da rein? In den Wohnturm, also vom Durchgang in den Wohnturm, willst du da eine Tür drin haben oder willst du da lieber einfach nur einen Bogen drin haben? Warte mal, Durchgang, Wohnturm. Nur ein Bogen. Nur ein Bogen? Oh. Na, wobei. Ne, eine Tür. Eine Tür ist tatsächlich, glaube ich, besser. Tür? Ja. Tür war nett. Ja. Ich entschuldige mich dafür mal nicht. Ja gut, ne, also... Von mir ist man es ja gewohnt. Ja, stimmt auch wieder. Ich hab gerade überlegen, einfach ein Band mit Bogen zu nehmen. Ah, damit die Metallleiche hier voll ist. Ist das doch auch schon mal schön. So. Perfekt, Inventar voll. So. Apropos Inventar voll. Du warst doch auf der Gamescom. Ja! Ich war auf der Gamescom. Erzähl doch mal! Es war wunderschön. Ich konnte ganz viele Sachen ausprobieren. Vor allem, weil ich halt als Fach. Also, ich habe jetzt angespielt gehabt. Total War Three Kingdoms. Zweimal sogar. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Anno 1800. Darksiders. Es ist so awesome. Und ich weiß etwas. Ja. Ja. Die Kolonien wurde ja bis jetzt nur Südamerika ja vorgestellt als Trailer. Aber es gibt eine Ingame-Kolonie-Map. Also du hast noch eine Karte, wo du dann halt auf die Kolonie dann gehen kannst, als separate Karte, gehe ich mal sehr stark davon aus. Und du kannst halt auch, du konntest halt nicht nur Südamerika sehen, sondern halt auch so ein Tundra-ähnliches Gebiet, wie in Anno 2205. Und eine Wüste, wo ich halt davon ausgehe, dass das so ein bisschen Orient-like ist. Und das halt dann dieses Tundra-mäßige Business wie Alaska, weil in dem Zeitraum ungefähr, ich weiß nicht, wurde es dann von den Amerikanern gekauft, von den Russen, ich glaube, so war das gewesen. Und vor allem, ich bin ja so einer, ich baue ja immer direkt riesige Industrie auf. Das glaube ich dir. Momentan Bullshit. Größte Bullshit, den es gibt. Weil, ja, es bringt halt einfach nichts. Okay. Weil du hast halt nur eine gewisse Menge an Arbeitskräfte, weil jeder Bewohner, jedes Wohnhaus gibt dir nur eine gewisse Menge Arbeitskräfte und ja, wenn dir die halt ausgehen, hast du ein Problem. Au. Oh. Okay, das klingt tatsächlich mal spannend. Das heißt nämlich, dass diese Produktionsstelle einfach nicht funktioniert. So, dann habe ich noch Darksiders 3 ausprobiert und ich bin kläglich beim großen Kampf gescheitert. Aber immerhin, ich musste einer Freundin zeigen, sag mal, wo wir lang müssen. Also, ich war nicht komplett inkompetent, nur größtenteils. Und Biomutant, das war sehr lustig. Okay. Vor allem, als ich bei meinem Bossfight gestorben bin und aus seinem Hintern rauskam, weil er einen verschlingt. Yes. Dann, was habe ich noch angezockt?
Assassin's Creed Odyssey. Ich war sowas von inkompetent, aber frag nicht nach Sonnenschein. Und dann kam... Ja, also ich habe halt die Seeschlachten ausprobiert und es war echt cornert. Ich habe es nicht geschafft, diese Demo-Mission zu schaffen. Okay. Was habe ich noch angezockt? Muss ich kurz überlegen. Das war jetzt gar nicht mehr so viel, weil mich halt der Vorabschluss dann nicht mehr so viel interessiert hatte von den Spielen, die halt ausgestellt wurden. Beziehungsweise ich halt keine Lust hatte, mich eine Stunde, eine halbe Stunde anzustellen. Also ich war halt am Dienstag Pressetag da und als Fachbesucher, weil ich ja in die Richtung hier studiere. Weil ich ja in Trier ja so Game Programming studiere. Also dran. Ja, natürlich. Du bist ja auch. Boah, bist du ein gerissener Sack. Es ist ja nicht nur ein gerissener Sack, es hat wirklich was mit Arbeit zu tun. Also ich konnte mir dann halt größtenteils die Sachen halt nicht nur anzocken, sondern halt einfach mal sehen, wie es